Ich sollte nach Yuna sehen, ob sie ihren Bruder gefunden hat. Das ist Yuna. Meine Schwester sagt, sie sah einen Samurai in der Nähe kämpfen. Aber es gibt keine Samurai mehr aufzuschieben. Vielleicht beschützen uns die Geister derer, die fielen. Was glaubt ihr? Wie sollte es sonst sein? Seid gegrüßt, mein Herr. Jin, du hast mich gefunden. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Bisher nur einen. Sensei Ishikawa. Den Meisterschützen? Ein guter Anfang. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen.
Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Wir müssen zu Tucker, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hinten sind sie bestens geschützt. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Taka. Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Hierdurch. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein, aber wir kommen näher. Seid bereit, Jim.
Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Wir haben ihn. Vorsichtig! Er könnte noch leben. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Schaut, Onkel. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen, mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ehrenvoll. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie dürfen uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. Yuna, ist das? Nein, nicht Tag. Oh, gut.
Ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhut Runin? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Hier lang. Wir suchen meinen Bruder, einen Schmied namens Tucker. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Tucker lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Tucker retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Tucker schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat ist, wo Tucker und ich hingehen. Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur. An der Grenze zu Zuzu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Fürst Shimura. Ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles und jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich.
Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe.